Gut. Was ist das Ziel von heute Morgen? Herzlich willkommen zu dieser Convinc-Schulung mit der Zielgruppe für alle Berufsbildner, die im Sommer mit der neuen Bildungsverordnung starten. Wir haben Chance und Möglichkeit heute Morgen, dass wir euch Convinc näher bringen, Vorteile können aufzeigen, was kann das System und was kann es nicht. Und ich habe in diesem Zusammenhang gerade mal ein Showbild, wo das ein bisschen Moment, schnell. Ein Showbild, wo das wie ein bisschen erklären. Und zwar ist Convinc für mich wie ein Werkzeugwägeli. Wir sind alle handwerklich gefärbter Beruf. Für mich ist Convinc wie das Wägeli mit verschiedenen Schubladen, mit verschiedenen Werkzeugen drin, wo ich aber nicht zu jeder Zeit immer alle brauche. Und natürlich gibt es auch noch andere. Es gibt noch Stahlwille, es gibt noch Snap-on, es gibt noch günstigere. Und das ist jetzt eines meiner Lieblingswägeli von der FACOM. Also, das war ja nicht Werbung, sie haben mir nichts gezahlt, dass ich das hier sage. Genau. Das Ziel wäre ein bisschen, dass ihr auch Angst verliert vor dem Neuen. Weil es wäre nicht die Idee, dass das Neue sollte Angst machen oder Respekt geben, sondern es soll eine Chance sein, wo wir miteinander unterwegs sein können und das auch so leben. Es werden gewisse Sachen werden viel einfacher sein wie vorher. Und für alle die schon in der vorderen Bildungsverordnung sind, unterwegs waren, müssen so ein bisschen davon ausgehen, dass sie neu denken müssen. Dass man so ein bisschen anders muss denken und die Inhalte anders verpacken. Und auf diesen Weg, auf den gehen wir jetzt miteinander. Nicht mal grundsätzlich, wir haben eine Chat-Funktion drinnen noch, wenn irgendwie eine Frage auftaucht oder etwas unklar ist oder etwas schnell ist gegangen, weil Pascal hat mir schon gesagt, Michu, pass auf, die können auch nichts. Nein, das hat er nicht gesagt, selbstverständlich. Aber für uns ist es jetzt irgendwie das sechste oder siebte Mal, wo wir die Schulung geben. Und wir leben in diesem System inne. Und wenn es zu schnell geht, dann melden wir uns einfach. Dann sagen wir es nochmal sagen. Oder noch das dritte Mal ist absolut kein Problem. Und wenn etwas nicht so klar ist, entweder schreiben oder ihr könnt auch die Hand aufhaben, mit heben oder einfach reinreden. Absolut kein Problem. Das Ziel ist, dass wir heute vor dem Mittag alle Schleier gehen zum Mittagessen und vielleicht sogar noch Pfeife dazu, weil es auch ein bisschen Spass macht, was da auf uns zukommt. Muss ich ehrlich sagen. Gut. Was ist Convinc? Convinc tut uns unterstützen als Berufsbildner in der Planung von unseren Lerninhalten mit unseren Lernenden. Convinc tut uns unterstützen, für den Bildungsstand können sichtbar zu machen und auch können kontrolliert durchzuführen. Für einen Lehrling ist Convinc anstelle vom Ü-Corner. Er hat Schulinhalte drauf, also seine ganzen Lehrinhalte sind da drauf. Convinc ist eine Bibliothek und eine Ansammlung von Dokumenten, von Ausweisen, von Ablagen, von Videolink etc. Dass sie eigentlich mit dem ganzen Tool nachher ins Leben können starten können. Ihres Berufsleben und vielleicht auch ins andere Leben. Wir sind die ersten
Und auch im Moment nicht die letzten, da werden andere Berufe werden nachkommen, die voll digital unterwegs sind. Auf der einen Seite, was UK anbelangt, auf der anderen Seite, was die Schule anbelangt. Und natürlich auch die Unterstützung der Berufsbildner in diesem ganzen System. Convink und Oda.org sind zwei unterschiedliche Plattformen und sind nicht verknüpft miteinander. Convink ist eine Schulungsplattform, eine Unterstützungsplattform. Oda.org ist unsere Stammdatenplattform. Über Oda.org tun wir Kurse kommunizieren. Das ist ganz etwas anderes und ist auch nicht angedacht, dass man es tut. Verknüpfen. Das war in der Vergangenheit immer wieder die Frage. Und einfach, dass das gerade von Anfang an auch geklärt ist. Voilà. Bestellprozess für alle, die im 24. Sommer starten mit diesem System. Ich mache wieder eine Teilung, dass ihr auf meinem Bildschirm seht. Und die Bestellung. Moment, dort ist noch. Bin ich da gerade an einem Ort, wo ich nicht her wollte. Teilung beenden. Und nochmal eine Teilung. Was ist euch jetzt das? Habe ich noch nie gehabt. Voilà. Da habe ich her wollen. Das wäre unsere Homepage betriebsunterhalt.ch/bern und Bestellung findet über den Knopf statt, wo hier Bestellung digitale Lernmedien. Das wird so stattfinden, dass ihr das Formular könnt ausfüllen und im Verlauf Folgewoche werdet ihr direkt von Convink bedient. Mit den Logins. Ihr bestellt das Login bestellen in erster Linie für einen Lehrling und für einen Berufsbildner. Es ist ja so, dass die zwei nachher eigentlich miteinander verknüpft werden können. Im Grundsatz bestellt ihr das Login für einen Lehrling bestellen. Mit diesem Login geht der Lernende nachher ins Leben. Und der Berufsbildner tut sich einfach für die Zeit, wo der Lernende bei euch in der Ausbildung ist, tut er sich einloggen, einhängen im Kompetenzkompass und kann dort eigentlich mitlesen. Er kann nicht wahnsinnig viel agieren in diesem System, aber vor allem könnt er lesen und ihn betreuen. Wichtig in diesem Prozess, und das ist ein bisschen das Learning von den letzten Jahren, dass die E-Mail-Adresse persönlich und korrekt geschrieben sind. Wir hatten ganz viele Fehler, die hausgemacht waren, weil einfach gewisse Sachen, weil die E-Mail-Adresse nicht gestimmt hat. Und demzufolge ist natürlich dann auch die Zustellung vom Login nicht gegangen und mit anderen Worten, es ist nicht gegangen. Und das hat natürlich dann bei uns im Hintergrund auch zusätzliche Aufwände generiert. Ihr habt eine zusätzliche Möglichkeit, dass ihr kostenpflichtig den zusätzlichen Berufsbildner dazu erfassen könnt. Einfach an dieser Stelle, das System ist grundsätzlich nicht so ausgelegt, dass das von vielen oder von mehreren Personen stattfinden soll. Idealerweise macht das einfach jemand und hat für die 3 Jahre, für die 2 Jahre, je nachdem, was für eine Fachrichtung oder für einen Beruf das ihr habt, dass sie das, dass ihr dort nachher so weit eingehängt seid mitnehmen. Das wäre das zum Bestellprozess. Ihr könnt das machen und sobald ihr die Logins habt, könnt ihr
könnt ihr die weiteren Schritte in den Weg leiten. Die Verrechnung wird irgendwo Ende September, werdet ihr dann eine Rechnung bekommen. Einfach auch mit der Idee für alle die Lehrabbruch müssen verzeichnen, wo vor dem 15. November passiert, ist nachher das Login nicht kostenpflichtig. Für alle anderen ist es nachher kostenpflichtig, dass sie irgendwo 1215 Franken plus Mehrwertsteuer für ein EFZ und 900, das habe ich gerade nicht auswendig, 970, 980 Franken plus Mehrwertsteuer für ein EBA. Genau. Sie fragen bis dahin. Gut, dann steigen wir ein in die Plattform Convinc. Ihr könnt für alle die, die ihre den Schulungslogin dazu bestellt haben oder die jetzt hier drauf sehen, wir tun ganz viel einfach live simulieren. Wir tun zeigen, wir tun, ja, dass ihr auch die Möglichkeit habt, hier mitzukommen. Wir können auch wieder zurückgehen und dass wir jetzt eigentlich Schritt für Schritt in die Plattform eintauchen, dass ihr ein bisschen auch die Vorteile auch rausschälen könnt. Das wäre die Grundseite, die Startseite von dieser Plattform. Und jetzt muss ich wissen, das ist meine persönliche Startseite. Wenn hier oben Joachim Allenbach steht oder Markus Christen oder Sulamit Schweizer, ist das eure persönliche Seite. Also nicht die vom Lernenden. Ich habe auf dieser Seite Möglichkeiten für Zeug abzulegen und von dort aus zu navigieren, ist ja gar nicht anders möglich. Auf dieser Seite sehe ich hier als erstes das Navigationsfeld. Dort habe ich einfach ein Video drin, wo mir erklärt, wie ich navigieren kann. Das könnt ihr dann in einem späteren Zeitpunkt habt ihr dann die Möglichkeit, für dort ein bisschen drin rumzusurfen und schauen, wie das geht. Weiter habe ich eine Combox getroffen hier. Das sind alle Eingänge, seit der Combox und seit euren Lernenden, wo dort wo man wie einen Briefkasten, wo man sieht, was ist reingekommen. Pesco, willst du etwas sagen? Ja, ich wollte mal schnell noch sagen, du hast vorhin bei Rechnung von September geredet, die Rechnung kommt Ende November. Nach also es ist zahlbar bis Ende November, oder? Ja, genau. Gut. Was habe ich für weitere Böckchen hier? Ich habe Stickies, die tun ich näher erklären, was das genau ist. Ich habe zuletzt besuchte Inhalte. Das ist manchmal noch gäbig für die Navigation selber, dass ich auf die Inhalte wieder draufkomme. Am Anfang haben wir uns x-mal verflogen in dieser Plattform. Und wir haben gewusst, irgendwo ist es, aber wo finden wir es wieder? Da wäre eine Möglichkeit, für so schneller wieder zu finden. Und ich kann zwischen dem Dashboard und dem Portfolio hier umstellen. Und was sehr wichtiges Garay ist da hier meine Organisation, die SFB-Grundbildung. Über diesen Knopf kann ich dann in alle die Lerninhalte rein und habe unwählend viele Möglichkeiten und Hilfsmittel für den Berufsbildner, die hinten dran sind. Wenn ich das Portfolio anklicke, dort, wie die Kacheln schon korrekt angeschrieben sind, wir haben den Kompetenzkompass, wo wir dann verknüpfen können mit dem Lernenden über das Garé, tun wir eigentlich unseren Lehrling begleiten, unterstützen und ihre Kompetenzen fördern und es soll aufzeigen,
wo das wir stehen für einen Bildungsstand. Der Kompetenzraster, auf den gehen wir heute weniger drauf ein, weil der Raster ist nachher für einen Bildungsbericht gedacht, wo der mit Fremden und Selbsteinschätzung auch eine neuere Grundlage bekommt, für einen Bildungsbericht können zu erstellen, Entschuldigung, wo zweimal im Jahr muss passieren. Dann haben wir die Werkschau, das sind die sogenannten Lehrdokumentationen, die wir früher angefangen haben, die wir irgendwie in einem Layout können herstellen. Heute können wir die elektronisch auf einer vorgegebenen Matrix können wir die herstellen. Und ich habe hier noch ein Kacheli Zeugnisse und Zertifikate. Das ist insbesondere ergäbig, dass ich hier eigentlich auch meine persönlichen Geschichten ablegen kann. Wenn ihr den Ausweis vom Berufsbildner nach 10 Jahren nicht mehr findet, er kostet, glaube ich, etwa 25 Steine. Er muss einfach an ihn müssen zahlen, weil ich meine auch nicht mehr gefunden habe. Und habe mir gesagt, das passiert mir nicht ein zweites Mal. Und habe den Ausweis dann als PDF hier hinterlegen können. Und jetzt kann ich eigentlich immer wunderbar draufklicken und habe meine Dokumente an einem Ort schön gesammelt. Das sind eure Geschichten. Das Gleiche macht der Lehrling natürlich nachher, kann er auf seiner Seite machen. Voilà. Hier oben habe ich noch Parallel-Icons. Dashboard und Portfolio ist dasselbe wie hier unten. Ich kann aber auch mit dem Navigator, wenn ich jetzt gerade genau weiss, was ich suche oder dass ich irgendwo auf gewisse Lerninhalte zugreifen kann, kann ich das auch drüber machen. Das ist ein bisschen, müsst ihr ein bisschen selber herausfinden, was für euch am ringsten geht. Wir tun jetzt hier Schulung den Navigator nicht so beschulen. Und zwar aus einem einfachen Grund, dass ihr auch die Wege seht, wie man jeweils dorthin kommt. Wir kommen bereits zum ersten Praxisauftrag, Praxiszeit. Ihr habt jetzt 10 Minuten der Zeit, in diesem Dashboard, in diesem Portfolio ein bisschen rumzusurfen, schauen, was passiert, was geht auf, wo finde ich was, dass wir dort in dieser Navigation ein bisschen affiner werden. Und wir sagen jetzt mal um 9 Uhr, tun wir nachher mit der Schulung so weiterfahren, dass wir nachher in die anderen Inhalte einsteigen. Ist das okay? Wenn das für euch okay ist, dann könnt ihr schnell die Hand aufhaben. Voilà, das klappt. Sensationell. Also das heisst, ihr seid noch da und dann könnt ihr heute schnell ein bisschen im System umknebeln. Wenn Fragen sind, nur Fragen. Michi, Wolfgang von Aro, wieso kann ich oben auf dem Navigator anklicken, das passiert nichts? Also das passiert nicht bei euch, nein. So wie ihr es bei mir seht. Nein. Mir fällt nur gerade ein Grund ein. Bist du im Demo-Zugang? Ja. Kann es sein, dass das der Demo-Zugang ist, ja, der das noch verhindert? Demo-Zugang ist natürlich nicht ein Vollzugang. Sobald dass ihr nachher auf einem scharfen Zugang spricht, wenn ihr das Login bestellt habt und mit dem entsprechenden Berufsbildner, der hinterlegt ist, dann habt ihr nicht den Vollzugang und dann habt ihr dann eigentlich auch alle Möglichkeiten. Okay, merci.
Aber Mensch. Ein Mensch. Hallo? Der Manfred, Gemeinderat, das Werkhof. Jawohl. Okay, tipptopp, super. Ja, dann kann ich das reinkommen. Michael, ich habe noch mal eine Frage. Schüler ja. Von den Lernenden. Auf dem sorry, Konvink, das habe ich gar nicht verstanden. Schüler von den Lernenden auf dem Konvink, wie erfolgt die? Jawohl. Es ist so, im Moment tun wir an ihrem ersten UK-Tag haben wir eine Schulungseinheit geplant von ca. einer Stunde. Dass wir sie dort reinnehmen in das Ganze. Und dann ist sicher die Idee, dass ihr sie am Lehrstart auch einen gewissen Anteil reinnehmt. Und die Schule macht natürlich dann ihren Teil. Genau. Ist die Frage somit, ist das beantwortet? Danke. Ich habe noch eine kleine Frage. Ja, kannst du auch grosse stellen, ist kein Problem. Ist das mit YouTube ein Witz gewesen oder nicht? Nein. Nicht kein Witz. Ich mache keine Witze heute Morgen. Nein, selbstverständlich, nee. Es ist schon eine Schulung von letztes Jahr, ist schon auf unserem YouTube-Kanal drauf. Ja. Und auch diese Schulung, die könnt ihr näher auch nachschauen und oder gewisse Einheiten noch daraus rausnehmen. Das ist eigentlich die Idee, ja. Ja. Ist das möglich? Ich war am Anfang gleich noch drin. Ich hätte gerne, dass man mich da daraus nehmen würde. Oder einfach den Anfangsteil, den ich noch bei drinnen war, irgendwie könnte wegnehmen. Also, müssen wir das nachher noch heute schnell güchseln, wie wir das lösen. He? Sehr gut, merci. Ja, jetzt gleich noch schnell eine Frage betreffend den Lernenden. Dann müssen die beim Lehrstart brauchen sie keine Vorkenntnisse in diesem Fall, oder? Nein, also das kommt dann eigentlich mit der Anwendung. Und sicher brauchen sie heute schnell Unterstützung. Wir kommen dann darauf, wie dass wir den Kompetenzkompass verknüpfen miteinander. Oder wie dass ihr euch verknüpfen miteinander. Und sicher wisst ihr heute Mittag, seid ihr schleuer, wie ihr den Start macht mit euren Lernenden. Das ist schon ein bisschen das Ziel, dass wir heute auch wie einen roten Faden spannen in eure Ausbildung hinein, in den Ablauf von diesen ganzen Kompetenzbausteinen. Früher hat man dann ein Bildungsziel gesagt. Und das tut natürlich nachher oder Start ein Stück weit ein bisschen beeinflussen. Oder ihr werdet sicher Einheiten haben, wo ihr das mit dem Lernenden schnell anschaut. Aber ich verspreche euch, heute Mittag seid ihr schleuer. Oh. Sehr gut,
Voilà. Wir fahren weiterfahren. Schnell kurz die Verständnisfrage. Bruno und Merlin, habt ihr noch eine Frage? Weil eure Hang ist noch oben. Nein, ja, keine Frage mehr. Okay. Nein, das ist tipptopp. Ich habe sie nur oben gelassen. Entschuldigung. Ah, okay. Einfach. Das ist wunderbar. Gut. Wir würden uns von diesem ganzen Navigationsthema fortwenden und gehen eigentlich ins Herzstück von dem ganzen System. Das nennt sich Kompetenzkompass. Das ist auf mein Portfolio, in dem Kacheli Kompetenzkompass. Ich tue das mal auf. Der Kompetenzkompass ist dafür da, für den Lernenden zu begleiten in seiner Kompetenzentwicklung. Wir haben hier auch noch eigentlich bei allen oder bei den meisten von diesen Kacheln haben wir Anleitungsvideo drin. Das wird man hier sehen. Das könnt ihr sonst dann auch noch schnell güchseln. Und im Schulungszugang haben wir dann eigentlich alle Zugänge von unserem Beruf, sprich Sportanlagen, Hausdienst, Werkdienst und der Unterhaltspraktiker ist jetzt hier zugänglich. Und hier unten wären nachher die sogenannten Delta-Kompetenzkompasse. Das muss ich heute schnell verstehen. Oder? Hier oben sehe ich mein X, oder sprich, wie es der Lehrling seine sieht. Und hier unten seht ihr auf dem Lehrling sein Kompetenzkompass drauf. Das ist ein Unterschied, weil hier geht es wirklich um das Anschauen und nicht um das Eintragen und das Beschreiben. Wir gehen mal in so einen Kompetenzkompass rein. Ich habe hier noch schnell die Anmerkung, die Teilung mit dem Lernenden. Und das wäre etwas, wo vor dem Lehrstart oder gerade am ersten oder am zweiten Tag auch passieren kann, dass der Lernende seinen Kompetenzkompass mit euch teilt. Also der Lernende tut auf seinem Block, und der Hausdienstler wird dann nur diesen Block haben, wird er hier auf Teilen drücken. Dort müsst ihr ihn sicher schnell anleiten. Oli, das wäre sicher etwas, was ihr müsstet in die Einführung reinnehmen. Wenn er auf Teilung drückt, kommt hier nachher das Feld auf und hier kommt jetzt eigentlich hier E-Mail-Adresse rein, wo ihr das Login bestellt habt, also eure. Und könnt die Teilung noch begrenzen, in der Regel ist das die Lehrzeit und nachher solltet ihr nachher die Teilung hier unten auch sehen.
Gut. Wenn wir in den Kompetenzkompass hineingehen, haben wir eigentlich wieder die grauen Balken, die sind uns eigentlich bekannt aus der Animation vom Bildungsplan. Das ist eigentlich wie eine Abbildung vom Bildungsplan, wo in der Bildungsverordnung auch farblich abgelegt ist. Das soll einfach ein bisschen fleischig nachgeben an Inhalt. Wir haben hier die Kompetenzfelder A, B, C bis F. Das wird uns die ganze Lehrzeit immer wieder beschäftigen, in welchem Kompetenzfeld dass wir gewisse Arbeiten auch machen müssen. Das sind die sogenannten Kompetenzbausteine in diesen Kompetenzfeldern innen. A1, A2 bis A5. Das ist eigentlich einfach die Auflistung von all diesen Themen. Was jetzt hier das Problem ist, ihr seht nicht, wenn das welcher Baustein muss erfüllt sein. Bis wann, oder? Ich kann hier noch weitere auftun, überall, oder ich kann es auch ganz zutun. Genau. Und für das hat es hier auf der Seite ein Feld, ist eigentlich mein Lieblingsfeld, über alle Handlungskompetenzen. Und wenn ich das auftue, dann tut es mir alle Bausteine sortieren nach Lehrjahr. Und hier sehe ich jetzt eigentlich Ansicht und Grundlage für die Planung von meinem Lehrjahr mit meinem Lernenden. Der Bildungsstand ist eigentlich ganz einfach, wird dargestellt in rote und grüne Bäule. Grün ist normalerweise ist gut, ist erledigt. Rot ist noch ausstehend. Wir sagen den Lernenden am ersten Tag, sagen, wenn etwa so Juni vom ersten Lehrjahr ist, dann müsst das erste Lehrjahr so viel wie möglich auf grün sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann tut das Stress verursachen. Vermutlich bei beiden, beim Berufsbildner wie beim Lernenden. Mir hat vor drei Wochen eine Mami angerufen und hat mich gefragt, ja, geht mir das nicht heim mit diesen Praxisaufträgen etc. Weil ihr Sohn kommt jetzt ins zweite Lehrjahr und er hat noch gar nichts gemacht. Und dann habe ich nur gesagt, ja, das ist auch mit Stress verbunden jetzt. Sehr wahrscheinlich. Ja. Voilà. Wir haben die Kompetenzbausteine, wo wir jetzt eigentlich auch in den Inhalt rein können. Und das ist jetzt etwas, wo wir schnell miteinander anschauen. Hat natürlich eine unmittelbare Abhängigkeit von eurer Planung. Weil das Ziel wäre, dass ihr in Abhängigkeit von eurem Ausbildungsbetrieb und in Abhängigkeit von den Handlungskompetenzen und den Praxisaufträgen die Planung auch könnt strukturieren. Also sprich, bis wann und was und warum und so weiter. Und hier habt ihr jetzt in diesem Fall alle drei Lehrjahre hier hinterlegt. Und wir würden mal beim ersten gerade einsteigen. In diesem Baustein würde man über Handlungskompetenz anzeigen. Gehen wir in den Baustein rein. Also, das wäre jetzt die Simulation, so wie es der Lehrling würde machen, wenn er das auf seinem Baustein macht. Er hat in diesem Baustein die Möglichkeit, eine Einschätzung zu machen. Ihr seht, wir haben schon ein paar Einschätzungen gemacht. Die kann ich hier anhand mit dem Raster eine Einschätzung machen. Und jetzt denke ich mir, jetzt bin ich da langsam ein bisschen besser als die letzte Mal. Ich tue das auch wieder mal so hinterlegen. Damit du ein Profi wirst, kannst du Folgendes tun. In diesem Bereich
tut der Lehrling hinterlegen, bis wann, dass er den Baustein muss erfüllt haben. Und das ist natürlich auf Vorgabe von euch, anhand von eurer Planung, dass ihr sagt, okay, bis dann muss der erledigt sein. Er kann das ganz einfach, indem er ins Datum hineinklickt und das Datum setzt und okay. Und dann ist das nachher so hinterlegt und ist auch zum Einschauen auf der vordersten Seite kommt das Datum nachher auch führen. Dahinter tut er eigentlich nur abhäkeln, Praxisauftrag ja, nein, erfüllt und ein Lehrdok oder ein Werk erstellen. Und da unter Herunterladen, das ist jetzt eigentlich etwas, was für alle Berufsbildner denen so das Herz aufgeht. Und zwar, wenn ich lege los, wenn ich das Dokument ablade, kommen Praxisaufträge für einen entsprechenden Kompetenzbaustein. Die Praxisaufträge, die sind so gehalten, dass ihr die könnt anpassen anhand von eurem Ausbildungsbetrieb. Und Convink hat uns garantiert, dass wenn alle Praxisaufträge mit allen Teilaufgaben erfüllt sind oder durchgeschaffen sind, dass ihr an diesem Zeitpunkt der Bildungsplan erfüllt hat, alle Bildungsziele erreicht. Und einfach noch schnell eine Nebenbemerkung, die neue Prüfung, die wird entstehen, die wir im 26. für CFZ zuerst mal durchführen, das wird das Grundlage sein, die Ausbildungs- oder die Praxisaufträge. Schnell heute ein Mysterium aus der Welt schaffen. Wir hören zwischen ihnen den Satz, wenn sie es im UK hatten, dann ist eigentlich nach der Prüfung schon fast okay. Und das wäre nicht so. Ihr seid neu mit euren Praxisaufträgen viel zentraler und viel prominenter positioniert. Und die Lernenden tun über die Praxisaufträge eigentlich ihre Kompetenzen entwickeln. Die Schule tut zu unterstützen, auch mit eigenen Praxisaufträgen oder in diesen Themen drin, mit anderen Sachen. Und wir unterstützen natürlich seit der UK auch unterstützen. Aber wir haben auch gewisse Themen, wo wir einfach gewisse Aufträge haben. Aber den Auftrag erfüllen und erledigen am Schluss, das machen sie bei euch. Und ihr dürft am Schluss dann auch sagen, ist gut oder ist nicht gut. Sprich, ihr dürft dann im Kompetenzkompass auf grün setzen, für wenn er erledigt ist. Das ist der Abschnitt, damit du ein Profi wirst. In diesem Baustein geht es noch ein bisschen weiter. Hier sehen wir nachher, was an Werk vorhanden ist. Also zu diesem Thema hat er zu folgenden Themen bereits eine Lehrdokumentation gemacht. Kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einer Live-Simulation. Besco hat etwas vorbereitet. Und wenn wir weiter runter scrollen, kommt der Lernende hier zu den Lerninhalt. Wenn ich den Lerninhalt auftue, A3, die ganze Signalisierungsgeschichte, kann ich hier den Lerninhalt auftue und nachher geht das Schaubild los. Das geht bei jedem Lerninhalt, kommt zuerst ein Schaubild. Das ist interaktiv hinterlegt. Je nach Thema kann ich direkt reingehen. Ich habe eine Tonstrecke, wo man oben sagt, um was es geht. Ich habe einen Textbaustein, wo man erklärt, warum es geht. Ich habe Video, wo mich unterstützen. Und ich habe Werkzeuge, wo das Thema weiterhin unterstützen. Ich habe nachher eigentlich ein Menü gesteuert, die Handlungsanleitung weiter runter. Und wenn ich die auftue, geht nachher eigentlich Menü gesteuert, geht es nachher los. Also der Lernende kann dort für jeden Baustein eigentlich
nach seinem roten Faden gleich loslegen. Es ist erklärt, es sind Tipps und Tricks drin, es hat je nach Thema, jetzt hier haben wir Aussensignalisation, wir haben eine Innensignalisation, wir haben Abschlussarbeiten. Je nach Thema ist das einfach alles so hinterlegt in diesen Bausteinen drin. Darf ich heute schnell etwas fragen? Die Selbstverständlich. Themen korrespondieren die dann auch mit dem Schulischen, was sie eigentlich näher haben? Absolut. Das ist natürlich alles korrespondierend miteinander. Es hat vorhin jemand geschrieben im Chat, ob die Inhalte an eurer Schule vermittelt werden. Selbstverständlich haben wir näher darauf zu reden. Oder ihr habt auch Einblick, was sie in der Schule für Inhalte haben. Das zeige ich im Anschluss dann gerade. Und ja, die Schule arbeitet auch mit diesem System. Die Schule arbeitet aber zum Teil auch verstärkt mit Permalinks, also dass sie in ihrer Schulungs- oder ihrer Schulplattform innen dann eigentlich so Linken haben, wo sie direkt gerade auf die Lerninhalte von Convinc gerade darauf zugreifen können. Das ist ja so. Merci. Genau. Hier habe ich auch noch die Möglichkeit, für mir in diesem ganzen Kompetenzbaustein Sachen noch zu sammeln. Das kann ein Scan sein, das kann eine Skizze sein, das kann ein Foto sein, irgendein Link aus dem Internet, dass ich auf jeden Fall wieder schnell darauf zugreifen kann. Das kann der Lehrling hier ablegen. Und am Schluss haben wir dort noch die kritischen Erfolgsfaktoren, die euch so ein bisschen offenlegen, wann ist der Baustein erfüllt. Wann kann ich sagen, jawohl, das ist erledigt. Und da habt ihr eigentlich zu jedem Baustein noch die kritischen Erfolgsfaktoren drin. Genau. Was ich noch... Hier habt ihr dann auch die drei Icons, die dann auch immer wieder kommen. Mit dem Switcher kann ich direkt gerade wechseln in den einzelnen Anleitungen. Oder ich kann zurück auf den Home-Bildschirm oder ich kann eine Ebene zurück. Das ist dann eine Navigationssache. Und in den Werkzeugen finde ich natürlich persönlich als Handwerker etwas ganz Schönes. Abteilung, die Werkzeuge, dort sind eigentlich alle möglichen Hilfsmittel zu dem entsprechenden Baustein sind hinterlegt. Es hat Suba-Checklisten drin, es hat Tipps und Tricks, es hat Memo-Cards drin, es hat Arbeitsabläufe hinterlegt. Also dort haben wir im letzten Jahr sehr stark auch dafür geschaffen, dass für die Lernenden dort ein Mehrwert, auch für euch ein Mehrwert generiert, dass eigentlich auch wie geklärt ist, wie dass man gewisse Sachen auch im Ablauf finden muss machen. Das ist je nach Thema ist das sehr unterschiedlich und zum Teil auch sehr ausführlich auch hinterlegt. Seid ihr alle noch bei mir? Ist alles ein bisschen schnell gegangen. Ja. Wir wären beim nächsten Praxisauftrag an euch. Und zwar wäre der Auftrag folgende. Ihr könnt zu irgendeinem Kompetenzbaustein, den ihr hier seht, könnt ihr einen Praxisauftrag abladen. Und könnt euch zu einem Teilauftrag auf dem Blatt, auf dem Praxisauftrag, schnell Gedanken machen, wie würdet ihr den bei euch umsetzen? Und jemand oder zwei Personen dürften das dann auch schnell erzählen, wie sie jetzt das machen bei sich. Auftrag geklärt. Ich kann es sonst noch mal schnell zeigen auf dem Bildschirm, dass der in Kompetenzkompass einsteigt. Wir gehen noch mal ganz zurück, dass es für alle ganz klar ist.
mein Portfolio, Kompetenzkompass öffnen. Da könnt ihr euren Schwerpunkt, der für euch am nächsten ist, könnt ihr rausnehmen. Ich nehme jetzt mal hier die Sportanlage. Über alle Handlungskompetenzen auftun. Und mein Lieblingsthema wäre jetzt Fahrzeuge, Kleingeräte, Werkzeuge. Ich tue den Baustein auch wieder auf und habe hier unter, damit du ein Profi wirst, kannst du Folgendes tun, den Praxisauftrag, in meinem Fall jetzt E3. Ich kann den abladen und kann hier einen Teilauftrag oder eine Teilaufgabe rausnehmen mit der Idee, wie du das umsetzen bei mir im Betrieb. Das wäre euer Auftrag. 10 Minuten. Wir fahren weiter. Ja, fahren wir weiter um halb. Jetzt haben wir etwas mehr als 10 Minuten, haben wir 12 Minuten. Ist das gut so für euch? Michel, eine Frage. Mir zeigst du dir nicht drauf, die Kompetenzzentrum. Es zeigt es nicht an, oder was? Ja, wenn ich mein Portfolio gehe, habe ich nur Werkschau und Zeugnisse und Zertifikate und hinter Kulissen. Ist das bei anderen auch so? Das Problem habe ich jetzt noch nie gehört. Sorry. Hat das Problem jemand anders auch noch, dass es ihm der Kompetenzkompass nicht anzeigt? Wie ist das Profil zustande gekommen? Kann das sein, dass du einfach Codewink direkt aufgetan hast und nicht über ein Login, über ein Demo-Login gegangen bist? Mal, weil mein Name ist da oben drauf. Ich habe ja das gemacht für die Sitzung, die wir in Fisch hatten. Und habe mich jetzt dahinter wieder angemeldet. Ja, es kann natürlich sein, dass der Demo-Zugang seitdem nachher ist gekappt worden von Convink. Die sind nicht ewig gültig. Aber wieso zeigt es mir da Convink, Wolfgang Zenner, auf Ihnen? Ja, das Profil ist einfach geblieben stehen, aber der Inhalt ist auch rausgefallen. Aber das muss man bei dir noch mal einen aufmachen, dass ich da drauf schauen kann. Lass jetzt, wir können es so machen, dass ich dir schnell einen schicke, Wolfgang. Das mache ich für dich. Ist gut, super, merci. Ist gut, was willst du denn gerne für ein Thema? Das ist gleich, ich bin frei. Ja, das habe ich nicht, das gibt es nicht. Ich bin frei, das ist nachher. Schick mir den, was du gerade gemacht hast, gesagt hast, eben Fahrzeuge und das kleine das E3. Okay. Also, das machen wir, hä? Ja, super. Hey, hat die das schon noch eine Frage? Ja. Wie ist das? Bei uns auf der Baustelle, wenn wir ein Werk machen, dann tun wir das fotografieren und das machen wir ja hauptsächlich mit dem Telefon. Kann man sich da mit dem Telefon verbinden oder wie ist das? Ja, das geht auch. Dadurch, dass Convink eine browsergestützte Plattform ist, könnt ihr dort auch mit dem Telefon drauf zugreifen. Was man einfach muss sagen, oder bei meinem Telefon ist es zumindest so, dass ich nicht alle Inhalte kann anschauen auf dem Telefon. Weil dann schreibt er dann, ja, das ist die Ansicht, ist zu klein für das. Es ist schon am einfachsten, wenn es Tablet oder Laptop oder PC ist. Aber für gewisse Sachen ist das Telefon eine Möglichkeit, ja.
Dann kann man das jetzt zum Beispiel aufs Mail tun und vom Mail kann man es näher aufladen. Oder braucht es eine bestimmte Dateigröße, dass es überhaupt geht? Oder habe ich das jetzt gerade letztens verstanden? Kannst du die Fragestellung nochmal schnell wiederholen? Du hast ja gesagt, wo es zu klein ist, auch, oder? Ja. Ist einfach ein nächstes Darstellungsproblem, dass natürlich der grosse Inhalt oder die vielen Sachen, dass das auf dem Telefon gar keinen Platz hat, das macht dann auch logistisch keinen Sinn, weil dann alles so klein ist, dass es dort dann schon fast wie ein Tablet braucht. Aber das tut das Telefon dann eigentlich bestimmen, inwiefern, dass es dann noch Sachen anzeigt. Also es geht mehr darum, die Fotos, die man da macht. Dass man die aufladen kann, direkt genau. Convinc. Das ist gut. Kein Problem. Ja, ja. Okay. Das ist gut. So, du hast falsch verstanden. Ich habe nur gemeint, wegen der Darstellung auf dem Telefon, nicht wegen der Fotogrösse von der Datei. Okay. Ja, nein, das ist gut. Tipptopp, merci vielmals. Und noch schnell, wegen dem Dings ist noch, wegen dem Demo-Login, oder? Das wird oben gelöscht und die, die vor dem Dezember letztes Jahr bestellt haben, die sind eigentlich alle gelöscht worden. Also dort müsste man schon einen neuen Demo-Zugang haben und die werden dann zwischendurch einfach aufgeräumt, dass nicht 100'000 ein Login haben, was gar nicht brauchen. Merci Michael, hat verkommen. Super, Wolfgang. Technik, die begeistert, hä? Genau.
Gut, sind wir durch mit diesem Block. Hat irgendjemand das Bedürfnis, schnell uns teilhaben an euren Erkenntnis, wie ihr die Teilaufgabe würdet umsetzen im Betrieb? Es geht einfach nicht alle miteinander. Ja. Ich würde gerne anfangen, dann vielleicht lerne ich etwas dabei. Ich habe einen Praxisauftrag, sich mit dem Sicherheitskonzept vertraut machen. Wir haben bei uns im Betrieb Sicherheitsschulung im ersten Monat, wo neue Mitarbeiter kommen. Dort wird ein schöner Teil und ein grosser Teil theoretisch geschult. Wir haben weiter, was Kleinlöschgeräte ist, haben wir alle Jahr neue Mitarbeitende einen Kurs, der extern kommt, der die Kleinlöschgeräte demonstrieren und die können auch selber teilnehmen an dieser Demonstration, also selber handhaben. Und was wir vielleicht noch ein bisschen zu wenig machen, ist die Arbeitssicherheit als solches. Dort müssten wir vielleicht noch etwas dazu beitragen, gerade was die Lernenden anbelangt. Aber sonst habe ich das Gefühl, was jetzt hier in dem Praxisauftrag steht, sind wir recht gut unterwegs. Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich das nachher kontrolliere. Das heisst, die Lernende müssen nachher den Stoff im Convink niederschreiben, damit sie das nachher könnte kontrollieren, ob er es begriffen hat. Ist das so? Ganz das genau. So richtig interpretieren? Merci Fritz, du hast etwas sehr Spannendes gesagt. Du hast gesagt, ihr macht das eh schon. Also das ist Gegenstand von eurem normalen Prozess, was das in diesem Zusammenhang auf sich hat, oder? Genau. Und was mir dort sehr gut gefällt, ist, dass das für dich gar nicht ein grosser Mehraufwand ist, sondern du machst es ja eh schon. Jetzt muss man einfach nur noch kanalisieren. Das ist richtig, genau. Und das wird euch, ich behaupte jetzt, das wird euch über weite Strecken, wird euch das so gehen, dass man eigentlich nur noch eine Feinplanung machen muss von diesen Teilaufträgen. Und das ist etwas, was ich jetzt eigentlich wäre der nächste Punkt, wo wir bei der Ausbildungsplanung ankommen. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. Wir haben es nicht abgesprochen, Fritz, gell? Aber du hast mir da zum Herz ausgeredet. Genau. Ausbildungsplanung, also die Planung von diesen ganzen Praxisaufträge, Teilaufträge ist natürlich etwas, das sehr elementar ist, dass auch die Ausbildung gewinnbringend kann umgesetzt werden kann. Tun wir auch auf Seite Lehraufsicht sehr Gewichtung drauflegen, dass wir eigentlich auch sehen, wie das die Ausbildung stattfindet. Und für das können auch zu unterstützen, haben wir auf dem Knopf Dashboard die SFB-Grundbildung. Wenn wir die auftun, dann geht eigentlich die Willkommensseite vom SFB im Convink auf. Und ihr habt hier unten wieder einen ganzen Haufen Kacheln, wo ihr reinschauen könnt. Was sehr zu diesem Zeitpunkt sehr ein gäbiges Kachel ist, ist die Organisationseinheit für den Berufsbildner. Wenn ich die auftue, hat er Arbeiten mit Convink ein weiteres Kachel und in diesem Kachel innen haben wir einen ganzen Haufen Informationen. Da seht ihr dann eigentlich auch einen Teil von dem Inhalt, den wir bis jetzt miteinander durchgemacht haben, wird nochmal in Tutorials erklärt. Ihr habt zu spezifischen
Themen habt ihr auch wieder Videos, oder nochmal, je nachdem, in welchem Zyklus sind, dass ihr seid. Seid ihr in Planung, seid ihr am Steuern, seid ihr beim Einschätzen, könnt ihr dann noch kurz schnell mal reinschauen. Der Schritt 3, der kommt dann so um die Weihnachten rum, da haben wir auch viel Telefon. Wie muss ich jetzt das mit dem Bildungsbericht genau machen? Dann tue ich einfach auf den Schritt 3 verweisen, das Video nochmal schnell schauen und dann sind gewisse Sachen dann auch wieder klarer. Man muss ja nicht immer alles im Kopf haben, sondern man muss einfach wissen, wo kann ich schauen. Hier haben wir noch Memo-Cards, die das Ganze noch schriftlich abhandeln. Und zu diesen Hilfsmitteln wollte ich eigentlich hier. Und zwar finde ich das Ganze eine coole Liste. Ich habe die Vorlage für den Ausbildungsplan für den Hausdienst. Ich kann den auftun, das tut mir einen Download generieren. Und ich habe nachher eine Excel-Liste abgeladen. Muss ich heute schauen, wo die ist. Diese hier schnell rein. Das wäre jetzt der Ausbildungsplan oder die Vorlage von diesem Ausbildungsplan, wo man wieder eigentlich abgebildet hat, wie wir es vorhin im Kompetenzkompass gesehen haben. Wir haben die Praxisaufträge hier, wir haben das Lehrjahr, wir haben dann im Anschluss auch weitere Kacheln, die wir dann planen können. Die Idee ist von dieser Ausbildungsplanung natürlich, dass wir jetzt jeden Baustein durcharbeiten. Wie tue ich den umsetzen? Bis wann muss er sein? Grundsätzlich ist es so gedacht, dass in der Schule Theorie ist, im UK praxisnähe Situationen, Tipps und Tricks im Betrieb üben und nachher die Kompetenz abschließen. Also sprich, es macht sicher keinen Sinn, wenn ihr einen Termin setzt für ein Thema, das der UK noch gar nicht war, das sie auch in der Schule noch nicht hatten. Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass das Dokument auch ein organischer Prozess wird sein, dass ihr nachher auch merkt, okay, dort müssen wir später oder den können wir früher. Weil diesen Ausbildungsplan, den könnt ihr ja nachher auch in Zukunft nutzen für die nächsten Lernenden. Aber ich gebe euch recht, der Termin und die Ausarbeitung jetzt, das ist ein bisschen mit Aufwand verbunden. Wie auch der Aufwand verbunden ist, wo die letzte Bildungsverordnung kam, ist die Aufgabenstellung ein bisschen komplizierter gewesen, weil ihr euch dort zu allen Bildungszielen müssen Gedanken machen, wie das ihr das umsetzen. Und hier haben wir jetzt eigentlich mit den Bausteinen. Ich persönlich, würde jetzt für jeden Auftrag würde ich mir auch hier ein Register machen und würde mir dort die einzelnen Praxisaufträge aufnotieren und würde mir auch dazu schreiben, wie tue ich das umsetzen, ganz konkret. Anhand von einer Handlung, anhand von einer Arbeit, anhand von einer Situation. Der Fritz müsste dann beim Konzept würde dann schreiben, okay, der Lernende tut an dieser Schulung teilnehmen von den Neuen und tut das dann zu dem und dem Thema auch eine Dokumentation machen und vielleicht geht der Fritz noch so weit, dass er sagt, im zweiten Lehrjahr ist der Lernende nachher Gegenstand von dieser Schule. Könnte ja auch sein, oder? Genau. Und ich mir sicher auch würde Gedanken machen in diesen Bausteinen drinnen, was für Themen wir als Lehrdokumentation abhandeln. Wir sehen etwa Lehrdokumentationen, die zugeschickt werden, die extrem umfangreich sind. Alles korrekt, alles stimmig, aber sehr, sehr umfangreich. Dass ihr in allen Ecken habt ihr noch irgendeinen Link, wo noch irgendetwas aufgeht, etc. Und vielleicht macht es einem Lernenden einfacher, wenn er könnte
mit einem kleineren Auftrag die Lehrdoku abhandeln. Also ihr könnt ihm den Auftrag geben, Einsatzbereich signalisieren. Dann ist das mit Tagesbaustelle und auswärts, also außerorts, mehr Tagesbaustelle und einen Lampenwechsel in einem Korridor. Das wäre ja dann alles Gegenstand von diesem Thema. Ihr könnt ihm aber auch sagen, es gibt einen Lehrdoku für Tagesbaustelle im ruhenden Verkehr oder es gibt eine Mehrtagesbaustelle im Ausserortsbereich. Und dann ist das schon wie eine neuere Erläuterung zu dem entsprechenden Werk. Was ihr auch könnt, im Zusammenhang mit diesen Bausteinen, dass ihr auch könnt, andere verantwortliche Berufsbildner, Praxisbildner beauftragen, dass sie den Auftrag, sprich den Baustein, mit ihnen durchtun. Es muss ja nicht zwingend sein, dass hier überall euer Name drin steht. Was auch kann sein für einen Betrieb, der keinen Garten hat, als Beispiel, das ist immer wieder ein Thema, dass ihr gewisse Themen auswärts ausbilden, also dass er zu einem Mech geht, Rasenmäher flicken oder dass er zu einem Gärtner geht, Wechselflor, Rabatten bepflanzen oder schneiden oder was auch immer, dann hätte er hier auch die Möglichkeiten, dass da hier ein anderer Name steht und dass der oder der mit ihm zusammen auch definiert, was muss er denn effektiv in diesem Baustein erledigt haben. Weil es bringt dann auch nichts, wenn er zum Gärtner geht und er tut dann eine Woche jetten mit ihm. Das hätte er bei mir daheim auch können, das wäre kein Problem. Aber das ist nicht zielführend für eure Ausbildung, sondern dass ihr einem Externen genau könnt sagen könnt, was ihr von ihm erwartet. Und auch Kontrolle nachher von diesen Lehrdokumentationen, das kommt dann nachher gerade mit der Präsentation von PESCO. Ist, haben wir auch ein Future drin, wo er dann auch Entschuldigung, Teil ist von dem ganzen Prozess in der Kontrolle von seinen Werken. Also ihr seht, der Ausbildungsplan ist eine coole Sache. Da zieht ihr zum Convink raus, der ist bei euch auf dem Rechner nachher und das ist dann einfach euer. Und jeder sieht auch ein bisschen anders aus. Sind da Fragen? Martin? Ja, wie sehe ich, jetzt wenn ich den Plan mache, wie sehe ich, wenn sie in der Schule was haben und wenn und was sie in den UKs haben, dass man das auch ein bisschen abstimmen kann aufeinander? Jawohl, sehr gute Frage. Sehr gute Frage, merci. Ich tue heute schnell die UK-Seite beleuchten. Und zwar haben wir auf der einen Seite, im Moment ist es zwar gerade noch nicht so, aber wird in Bälde stattfinden, dass wir den Jahresplan von unserem UK-Jahr auf der Homepage haben. Das Zweite ist, wenn ihr in die SFB-Grundbildung nachher in die Organisationseinheit für den Berufsbildner und nachher haben wir hier das Kacheli Grundlagendokumente. Wenn ich das Dokument oder wenn ich das Kacheli auftue, habe ich hier SFB-UK-Übersicht. Und da geht dann wie eine Memo-Karte auf. 10 Seiten. Und da drinnen ist eigentlich jeden Tag erklärt, was findet, wenn oder was findet an diesem Tag statt. Neu ist es so, dass jeder UK-Tag eigentlich ein Nummer hat. UK1, Tag 1 wäre logischerweise UK11, UK12 bis UK16. Die sind hier alle ersichtlich.
Ihr seht hier, zu welchem Kompetenzbaustein, dass wir uns dort Gedanken machen, dort drinnen. Und habt dann dort eigentlich ein Stück weit Grundlage, wie das Planung von euren Ausbildungszielen stattfindet. Esko, gibt es dem UK-technisch etwas hinzuzufügen? Ja, einfach eben, das, was sicher auch wird sein, ist dann grundsätzlich, dass wir Planung im OTA-Org, dass man dort eigentlich, ich sage jetzt mal, das erste Lehrjahr dann freischaltet und dort sieht man dann eigentlich auch Datum, wo sie der UK stattfinden. Ja, da schnell ein Erstlehrjahr-Lehrling aufgerufen. Und ihr seht jetzt eigentlich hier, dass sie alle Kurse, die er schon besucht hat, hier ab UK11. Und ihr würdet das dann im ODA-Org innen, würdet ihr nachher die Termine würdet ihr sehen. Die sind bekannt. Merci, Pascal, das ist eine sehr gute Ergänzung oder eine Erklärung, wo ihr dann den Inhalt auch seht. Ihr seht hier auch, welche Bausteine dass wir bewirtschaften. Und wenn ihr den auftut, seht ihr sogar noch neuer Kursinhalt, was an diesem Kurstag wird stattfinden. Was mitzubringen ist, dort sicher die Rückmeldung von uns an euch Berufsbildner, dass das mitzubringen, dass das vielleicht auch einen Tag oder zwei Tage vor einem UK nochmal schnell ein Thema ist. Weil es ist noch nicht lange her, haben wir einen Regentag gehabt und eine komplette UK-Gruppe, die ohne Regenschutz ist daherkam. Und wir haben den ganzen Tag draußen geplant. Sie sind hier alle mehr oder weniger nicht mehr so trocken gewesen. Was wir auch feststellen, wenn der UK am Montag ist, dass dann etwa mal noch Zeug fehlt, dass sie die Schuhe noch im Betrieb haben, die sie eigentlich müssten an den Füßen haben am Montagmorgen und dass das dann auch dann etwa noch zu Telefon mit dem Berufsbildner kann führen kann, wenn er sie hier auch noch unterstützen würde, ist das sicher im Sinne des Ganzen. Etwas anderes wollte ich noch schnell zeigen, auch im Zusammenhang mit dem Ganzen, ist hier der zweite Lehrjahrkurs. Und das sollte nachher eigentlich über alle Kurse, wenn wir das so spannen. Das wäre jetzt 3K41, wo wir mit einer Beichrautentfernung, Grünflächen analysieren, Rollrasen, kompostieren und Grünflächen pflegen. Ihr seht auch hier wieder, was sie mitnehmen müssen. Und was neu jetzt drinnen ist, ist der sogenannte Vorbereitungsauftrag. Dass wir erwarten, dass sie vor dem UK sich mit der Thematik kurz schnell auseinandersetzen. Also hier ging es jetzt um Handlungskompetenz C1. Und wenn er den Vorbereitungsauftrag kann er dann direkt hier auftun. Es gibt einen Download und dann kommt hier nachher der Auftrag so rein, dass er eigentlich eine klare Vorstellung hat, wie das, das sollte stattfinden. Wie kommt er jetzt auf das C1? In den Vorbereitungsauftrag rein jetzt von dem UK41. Wir gehen wieder zurück auf mein Portfolio. Moment schnell, nein, auf das Dashboard, dann wieder auf Grundbildung. Und da haben wir ein weiteres Kacheli, meine Bibliothek. Wenn ich die Bibliothek auftue, geht die ganze Welt von allen Handlungsbausteinen
was UK-Betrieb beinhaltet und von allen Wissensbausteinen, was die Schule beinhaltet, auf. Und hier kann ich jetzt direkt in den Baustein hineinklicken. Vorher sind wir über einen Kompetenzbaustein in die Lerninhalte hineingekommen und hier komme ich über die Bibliothek wieder genau an den gleichen Ort her. Also der C1-Baustein, der geht hier wieder auf und ich habe wieder eigentlich die gleiche Ansicht über alles gesehen, wie ich das in jedem Baustein drin habe. Ja? Mit gleicher Ansicht, mit möglichen Video, mit Werkzeug, Handlungsanleitung etc. Und die Idee jetzt in dem Fall von dem Vorbereitungsauftrag ist, dass sich der Lernende heute schnell durch den Baustein durchklickt. Vielleicht schnell die Video schaut, was habe ich für Werkzeuge hinterlegt. Manchmal habe ich leere Listen, manchmal habe ich ein Factsheet drin, manchmal habe ich etwas, das ich vielleicht ausdrucken kann, wo ich während der Mühe kann Notizen machen kann oder wo ich mir etwas dokumentieren kann, dass er so ein bisschen weiss, auf was er sich einlässt. Weil vielleicht macht es dir auch Sinn, auch während der Mühe gewisse Fotos auch zu machen, wo er nachher, je nachdem, was er für einen Auftrag hat, für ein Werk zu erstellen, dort dann auch kann verwenden. Wir führen bei gewissen Modulen vorher, nachher Situationen herbeiführen, dass sie das auch dokumentieren können. Aber sie müssen es machen. Wenn sie es nicht machen, dann ist es dann halt nicht passiert. Vorher ist noch gefragt, ob Thema Wissensbaustelle steigen, etwas sagen, wenn wir da sind. Das wäre jetzt gerade mein Nächster gewesen. Genau. Die Wissensbausteine, das sind dann alles Geschichten, die in der Schule passiert. Also wenn ich so einen Wissensbaustein auftue, Funktionen der Pflanzenorgane beschreiben und Pflanzenarten erkennen, dann geht, die sind dann zum Teil viel umfangreicher, weil es ja dann eigentlich ihre Theoriegeschichte ist. Und hier haben wir dann alle Inhalte, was jetzt zu diesen Themen dokumentiert ist. Und ihr seht, dass sie zum Teil wirklich, wirklich grosse Geschichten drin, wo sie dann in der Schule auch wieder mit entsprechenden Praxisaufträgen, die aber der Lehrer generiert, wo sie sich dann dort wieder Wissen aneignen, Handlungskompetenzen erweitern. Und dass sie zum Profi werden. Also das hat da zum Teil wirklich wahnsinnig viele Sachen hat es drin, wo der dort dann könnt ihr Einblick nehmen. Wenn, dass sie welchen Wissensbaustein haben, das weiss ich auch nicht. Das müsste der via Lernende vom Lehrer, also vom Berufsschullehrer, erfragen. Weil das gibt es. Sie haben auch eine Planung über das ganze Lehrjahr, wann findet was statt. Sind da Fragen bis hierher? Ich möchte mich auf dieser Seite nur noch kurz schnell auf den blauen Knopf noch fokussieren und im Anschluss haben wir nachher, merci, im Anschluss haben wir nachher eine Praxiseinheit, wo der Pascal wird zeigen, wie das mit diesen Werken funktioniert. Der blaue Knopf hier drauf ist das E-Testing. Wenn ich den auftue, habe ich zu den einzelnen Kompetenzbausteinen ein Instrument, für können abschätzen, wo steht mein Lernend. Wenn ich den B4 auftue, geht dann wie ein Test los. Der Lernend hat 20 Minuten der Zeit und er kann zu dem entsprechenden Baustein Fragen beantworten. Hier muss er jetzt irgendetwas sortieren, was kommt der Reihe nach, oder wie sieht das aus?
Er kann offen lassen, er kann vormerken, er kann später weiterfahren. Aber ihr habt dann die Möglichkeit, abzuschätzen, wie weit kommt er in 20 Minuten und reicht jetzt das, dass der Baustein erfüllt ist. Also je genauer, dass er sich mit der Materie auseinandergesetzt hat, je genauer, dass er weiss, was dort drinnen passiert und stattfindet, je flinker ist er natürlich auch im Test hier. Und das soll euch ein bisschen eine Idee geben, wo muss ich noch angreifen, an welchen Themen muss ich noch dahinter und wo ist der Fall erledigt. Voilà. Test beenden. Den findet ihr unter, soll ich den Weg nochmal skizzieren? Ja. SFB Grundbildung, meine Bibliothek, ob jetzt das EBA ist oder EFZ, spielt in diesem Setting keine Rolle und bin dort auf dem kompletten Bildungsplan mit allen Inhalten. Also es ist wie ein aufgeklappter UK-Ordner, kann man dem sagen. Ich habe geschwingen eine Frage. Ja. Wenn ich auf Grundbildung gehe, kommt bei mir nichts, so wie es bei dir ist. Ist das, weil ich habe eigentlich den Zugang, ist das irgendein Problem vom System oder von mir? Es passiert einfach nichts. Es kommt nur ein Minus oder ein Plus, je nachdem, wie ich draufklicke. Okay. Ich tue mir das schnell aufschreiben, das tun wir im Nachgang klären. Ja, merci. Voilà. Gut. Meine Werke. Pascal. Ich höre Pascal. Gut. Verteilung aufheben. Oder ich tue einfach drin. So. Voilà. Meine Startseite. Dann auf Portfolio. Das ist eigentlich so der Hauptdings, wo man dann auch eben die Werke sieht. He? Wo man dann eigentlich mit den Klicks da drauf kann und nachher auf meine erstellten Werke kommen. Es ist wie bei allen Seiten, ich habe es ja auch schon gesagt, eben die Anleitungsvideos und mehr, das hat es überall. Es hat hier jetzt zum Beispiel auch Listeansicht, das ist dann ein bisschen Darstellung, wem gefällt es wie besser. Vielleicht von der Übersicht her ist es dann mit der Zeit so besser. Ich habe jetzt eigentlich noch gerne das, ein bisschen Farbige. Genau. Wie gesagt, hier, es ist wie hier die Pünktchen, wo man dann teilen machen kann, ist dasselbe wie hier Aktionen, wo eigentlich nicht das Gleiche ist. Von dem her, es ist bei beiden Orten das Gleiche, da muss man sich ein bisschen Schlag finden. Wir können hier auch immer wieder bearbeiten, machen und tun. Links und rechts sieht man dann ein bisschen schnell zugegriffen, wenn man jetzt ein längeres Dokument hat, dass man einfach runterswitchen kann. Wir können jetzt hier oben den Text, da habe ich jetzt mal Fundament betonieren reingenommen. Und da kann man eigentlich schreiben, was man will. Hier kann man auch Links anfügen, man kann Fotos bearbeiten, man kann zoomen, man kann Filter hinterlegen. Ein bisschen Spielerei, ja. Aber macht es natürlich auch noch interessant. Man kann es zoomen, machen, tun und wieder speichern.
der rechten Seite sieht man ein bisschen die Reflexion, was ist mir gut gelungen, was ist mir weniger gut gelungen. Da kann man einfach beschreiben, man kann es löschen, man kann es bearbeiten. Die Learnings, da hat es geschrieben, gut vorbereiten und überlegen und dann heimgehen und mit dem Wasser vorsichtig umgehen, das ist gängiges Thema. Dann hat man hier die Tags, wo man kann einfügen kann, wo man eigentlich als Suchbegriff hat, wo man eigentlich den Navigator oder so auch eingeben kann, wo man dann durch Schalen betonieren, Baustelle, was auch immer, kann man das ergänzen. Wir können unten noch Links anfügen, Verknüpfungen. Genau, die sieht man jetzt hier, die kann man einfach hier einfügen. Ich kann es jetzt so nicht anklicken und also ich kann sie kopieren und anwählen. Das ist dann eigentlich, wenn man dann auf Anzeigen geht, hier, auch schon Anzeigen, nein. Das ist gut. Also, wenn dann so ein bisschen die Darstellung, die es dann kommt. Hier unten ist noch geschrieben, das sehen wir dann auch noch. Überlegen, ist die halbe Miete, weniger Wasser ist mehr. Und zuerst schnell das Hirn anlassen. Das sage ich auch den Lernenden oder mehr. Einfach schnell überlegen, kann man dann viel Zeit zurückholen. Hier unten sieht man jetzt so, das zeige ich dann. Die kann man teilen. Und dann kann man dort einen Kommentar dazugeben. Und hier kann man dann auf einen Link kann man jetzt zum Beispiel drücken. Und das ist jetzt einfach so etwas, was ich habe hinterlegt. Und dann wird man dort dann eigentlich verlinkt dazu. Dazu ist zu sagen, da werden wir dann auch noch drauf kommen. Dokument ist darf man eine Prüfung ja brauchen, Michael gesagt. Es ist einfach so, es wird, Stand heute wird es einfach einen Prüfungsmodus geben, wo sie eigentlich dann nur auf die Werte zugreifen können. Einfach dort, wenn der Laptop nicht geht oder was auch immer, oder da kann ich denen nicht helfen. Da müssen sie selber schauen. Also dort fällen wir sicher auch, dass sie vielleicht gleich auch noch heute, sozusagen das Zeug ausdrucken und laminieren. Genau. Und eben hier unten sind jetzt noch die Dinge, die ich habe gesagt habe. Man kann hier Schritte dazufügen, man kann Texte, ein Zitat wieder dazufügen, man kann es rauf verschieben, man kann es löschen. Wirklich eine coole Sache. Hier ist das, wo man zu den Fotos kommen kann, wo man eben die Datei auswählen kann, wo man es reinfügen kann. Man kann es einfach direkt überschreissen, eigentlich wie ein bei allen Programmen. Von dem her ist es wirklich cool aufgebaut. Es ist jede Seite gleich. Und dann noch in ein anderes schnell rein, da Signalisation. Oder da kann man auch oben reinschreiben. Bilder einfügen, man kann hier Sachen rauskopieren. Und da haben wir jetzt dann auch die Sachen, die Dokumente, die ja hinterlegt sind, Convinc, die ganzen Signalisationsverordnungen, das kann man alles hier hinterlegen. Schnell die Vorschau, ja, das ist da, glaube ich, hinterlegt, das Dokument, das drauf ist, macht dann ein Download, PDF, und dann ist eigentlich da die ganze Broschüre drin. Von dem her wirklich coole Sache. Ist alles vorhanden. Wenn man dann tut, wo mich vorhin Daten eben zu bearbeiten, habe ich gesagt, man kann dann draufklicken, man kann es teilen, man kann es publizieren. Man kann es einfach anschauen und man kann es abladen. Hier ist es so, zu teilen, da muss man nicht Convinker sein. Also das ist wie vorhin Michael hat gesagt, das kann man zum Gärtner schicken und dann kann das dann anschauen und dann grundsätzlich auch seine Korrekturen, Anmerkungen geben, dass man dort
dass er dort kann verbessern kann. Oder da kann man auch auf Teilen. Da muss man einfach schnell Anrede, Vor- und Nachnamen und E-Mail-Adresse. Aber muss nicht Convinker sein. Also das kann man irgendjemandem schicken. Man kann es dann auch publizieren. Das ist eigentlich wie offen. Und dann kann man dort auch Kommentare dazugeben. Ist sicher auch noch, ist auch noch eine coole Sache. Und eben beim anderen, bei Listansicht, ist hier dasselbe. Wenn ich auf Bearbeiten gehe, komme ich rein. Bei Aktionen kann man dann auch teilen. Das ist dasselbe wie vorhin. Von dem her, ja, ist eigentlich dasselbe, einfach eine andere Darstellung. Und eben hier kann man dann eingeben. Schale oder so, hey, dann findet man es dann, wenn man es richtig schreibt. Dann kommt eine Schale um, und dann kommt es da und dann kann man es eigentlich bearbeiten und dann ist man wieder drin. Ja. Genau. Ja, das wäre so ein bisschen zu meinen Werken. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, dann kann man dort dann, ja, schlussendlich das Werk, das wir ja vorhin gesehen haben, wo über alle Handlungskompetenzen kann man das dann endlich abschliessen. Ich hätte noch eine Frage. Ja, vorhin war es im Telefon, vielleicht habe ich es nicht ganz mitbekommen, einfach Verständnisfrage. Wie ist das im Zusammenhang mit den Praxisaufträgen? Wenn tut er ein Werk oder meine ein Werk erstellen, ist das, oder wer tut das sagen, wie, wenn das das ist und das, oder wie ist der Zusammenhang mit den Praxisaufträgen? Das habe ich nicht ganz begriffen. Ja, das musst du dann auch ein bisschen entscheiden, oder? Das ist, wie Michael gesagt, mit der Signalisation, oder? Da kann man dann verschiedene machen. Eben innerorts Tagesbaustelle, Mehrtagesbaustelle. Und das ist dann ein bisschen abhängig von den Aufträgen, die ihr momentan macht, oder? Ja. Wir können ihnen dort auch ein bisschen sagen, dass sie auch ein bisschen mit dem UK zusammen arbeiten, dass sie sollen Fotos machen. Und wir können nicht so sagen, ja, da könnt ihr dann schnell ein Werk eröffnen und dann kannst du schnell ein paar Sachen reinschreiben, oder? Jetzt gibt es ja Distanzen, sage ich in Alpen, innerorts 0 bis 50, ausserorts 52. Du kannst doch das schnell reinschreiben, oder? Irgendetwas. Ja. Dass ihr das dann schon habt und dann könnt ihr ja andauernd wieder bearbeiten. Aber der Zeitpunkt, das tust du eigentlich hier auch ein bisschen bestimmen, oder? Wann ist was aktuell? Ja. Und dann, anhand von dem kannst du eigentlich wie definieren, bis dann muss man es jemand gemacht haben. Und dann tust du ja wie definieren, mal, wir haben das erledigt. Merci. Ja, nur eine schnell kurze Frage. Du hast gesagt, die können sie dann auch brauchen für die Prüfung. Ja. Wie sieht das aus? Externe Links, die sie rein kopieren. Müssen wir sie dort darauf hinweisen, dass das eine Prüfung eben sehr wahrscheinlich nicht funktionieren würde, oder wenn das in einem Prüfungsmodus passiert, dass sie die Dokumente abprüfen können? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben dort auch schon darüber diskutiert. Grundsätzlich ja, können wir dort schon wie, oder sie haben ja schon wie auch, wie soll ich sagen, WLAN und Internet und Zeug, oder? Aber du kannst natürlich nicht mit allem drumherum ja, verlinken und machen, oder? Sonst geht es irgendwann das System zusammen. Ja, darum müssen wir ihnen dort schon sagen, dass sie einfach im Vording sollen die wichtigen Sachen oder einschreiben, oder? Und eigentlich die Links mehr, wie soll ich sagen, für die Praxis, für die Praxis braucht sie. Ja. Gut, merci. Bitte. Weitere Fragen? Ja, gleich auch noch schnell. Man kann ja das Ganze via PDF ausdrucken, habe ich gesehen. Wenn man das ausdrucken in einen Ordner nehmen, das wäre genau. Schon erlaubt. Genau. Oder das tun wir ihnen schon so sagen, dass sie dann eigentlich das so abladen oder auf die Vorschau kannst du anzeigen und dann eben wie du kannst da hingehen, kannst du dann eben zeig es noch schnell hier beim Aktion, oder kannst du dann abladen. Das hier ist dann eigentlich das PDF.
Das kannst du ausdrucken, wir sagen das eh noch, du das dann laminieren und dann kannst du natürlich den Link nicht brauchen, oder? Aber das ist das, was du dann auch brauchst, die Prüfung, sage ich mal. Oder? Weil du kannst dir da nicht am Laptop im Garten rumsäckeln, sonst... Ja, aber es regnet oder so. Ja, grundsätzlich sollten sie im Schermen sein, die Prüfung, dass sie auch die gleichen Voraussetzungen haben, aber ja... Schlussendlich wird es sicher so sein, dass sie auch hauptsächlich, oder wir probieren sich wieder die Herren zu steuern, weil auf das Mal geht das Gerät nicht oder was auch immer. Und dann, ja, sie sind im Seich, oder? Super, merci. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Mhm. Wird das Ganze auf Convenc all meine Werke und all die Sachen, die man erstellt, bewertet am Schluss? Oder ist das einfach wirklich zur Hilfe vom Lernenden? Ja, grundsätzlich ist es zur Hilfe und ist eigentlich obligatorisch. He? Das ist, das muss man alles vorher auch ausfüllen. Das ist ja vorher auch schon so gewesen, dass das eigentlich so verordnet ist. Und, aber bewertet wird es nicht. Ja. Also bei uns ist der UK und die Lerndokus und so, die werden nicht bewertet. Mhm. Aber es ist sicher sehr sinnvoll, das sehe ich auch so. Ja. Gut, merci. Ja. Gut, schnell noch zur Ergänzung. Ergänzungen? Ja, ich habe noch schnell eine Ergänzung. Und zwar... habe ich vorher den Ausbildungsplan angezeigt, den ihr daraus herunterladen könnt. Und wir haben dort schnell darüber geredet, wie wird oder mit was für Werk wird dann der entsprechende Baustein auch bearbeitet und behandelt. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ein Werk zu erstellen. Das eine ist, wie Pascal hat gezeigt, eigentlich über einen Knopf meine Werke. Dass dort nachher geht dann die Masken auf. Die zweite Version ist, dass ihr im Kompetenzbaustein drin, wir machen schnell eine Teilung. Das ist manchmal noch so ein bisschen verwirrlich. Und zwar gehen wir wieder auf das Dashboard, mein Portfolio, Kompetenzkompass. Nachher wählen wir das mal der Hausdienst über alle Handlungskompetenzen. Sich mit dem Sicherheitskonzept vertraut machen. Und jetzt seht ihr hier in diesem Baustein unter Werke oder zeige her, was du bereits geleistet hast, dass hier gewisse Themen vorgegeben sind. Oder ihr direkt hier könnt einsteigen und erstellen. Ihr könnt aber auch ein Werk, das zusätzlich ist, auch noch in den Baustein reinziehen. Oder? Also wenn ich jetzt hier sich mit dem Sicheren, das ist ein Vorgängiges, wenn ich das auftue, dann tut ihr jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, dann müsst ihr es halt einfach erstellen in meinen Werken und dann reinziehen, oder? Aber da wären wie Themen wär schon offen. Aber ich habe natürlich da hier jetzt auch noch, sage jetzt, der Fritz sagt, ja, nächstes Jahr tust du eine Brandschulung machen von der Brandmeldeanlage. Du bitte ein Dokument erstellen, wie das du das machen. Dann könnte der Lehrling, also der Lernende, bereits ein Lehrdoku erstellen oder ein Werk erstellen. Zu diesem Thema, wo ihm aber der Fritz vorgibt. Ja? Da hat er alle Möglichkeiten. Oder? Und hier drauf geht es dann immer nachher wieder auf meine Werke zurück, meine erstellten Werke. In der Bildungsverordnung Artikel 12 wird beschrieben, dass Lehrdokus, also Werke, müssen geführt werden. In der alten BIVO ist Irrtum vorbehalten gestanden, 8 Lehrdokus pro Semester. Heute
haben wir in der Bildungsverordnung keine Anzahl mehr drin, aber Convinc tut natürlich ein Stück weit das auch fördern. Und das kann ja sein, dass das auch Werke sind, die nicht so umfangreich sind, die einfach gewisse Handlungen niederschreiben. Und sie schauen uns dann auch beim ersten Welcome-Tag schon ein bisschen komisch an, wenn wir sagen, ja, vielleicht hast du Ende Lehrzeit hast du 80, 100 verschiedene Werke. Und darum ist das, was Pesco vorhin gesagt hat, die ganze Hashtag-Gerei, also sprich, mit wie du ich sie verlinken, dass ich sie finde, wenn ich dann 80 oder 100 habe, muss ich mir dann schon heute schnell Gedanken machen, wie dass ich die wieder finde, dass ich das wieder das Wissen auch kann abprüfen wieder. Das ist sicher dort noch etwas dazu. Der nächste Praxisauftrag wäre, dass ihr mal so in ein Werk könnt einsteigen könnt. Ihr könnt mal ein Thema nehmen, ihr könnt mal schauen, mit diesen Fotos einfügen, mit Linken, mit Zeugungsgeschichten. Probiert mal eins zu erstellen. Ich gehe ganz schüchtern davon aus, dass vielleicht der erste Auftrag an euren neuen Lernenden nächsten Sommer, dass es ein einfaches Werk ist und dass das vielleicht auch mit ihm zusammen kann erstellt werden, bis er so ein bisschen versteht, wie das funktioniert. Und ich kann euch versprechen, und wir haben bereits solche, im Moment einen aus dem EBA, der das zelebriert, bis ein Bach haben mit diesen Werken. Das ist so herzig, was der alles dokumentiert und wie der das macht. Und es kann durchaus sein, dass sie Freude entwickeln an dem, weil es ist wirklich eine coole Sache. Dann könnt ihr mal gehen, auf meine Werke, ein neues erstellen und dementsprechend mal schauen, wie sich das anfühlt. Ich denke, 10 Minuten sollte reichen. Ist gut? Alle einverstanden? Jo. Sehr schön.
Am Schluss trainiere ich dann noch schnell. So, wir sind an dem Punkt angekommen, was mich eigentlich interessiert, wie es euch geht, ob es wirklich so schlimm ist, wie es aussieht. Er wird heute schnell von seinen Befindlichkeiten erzählen, was er in der letzten Stunde, wie es ihm gegangen ist. Also ich finde das ganze System eigentlich eine gute Sache. Obwohl dass ich vielleicht schon ein bisschen älter bin, da reinzukommen, ist sicher ein bisschen schwierig. Es ist ein Neuland. Aber ich denke, für einen Lehrling ist sicher im Anfang eine Herausforderung, wie für die Berufsbildner eure Schichten mit auseinandersetzen und sofort so schnell wie möglich in das System reinzukommen und zu machen. Das einzige Bedenken, das ich habe, ist eigentlich, wenn der lernschwache Lernende haben, dass da ein bisschen happert. Das ist ja so, Wolfgang, Unterstützung bei Lernschwachen, das ist ein generelles Thema. Ja, die hast du auch beim Ordner hast die unterstützt, oder? Das ist ja so. Ja. Merci. Haben wir eine zweite Stimme? Wir hören dich noch nicht. Es ist eigentlich eine super Sache, weil ich finde, nach jedem UK ist man ja lange im Zug zum Teil. Das weiss ich noch von meiner Ausbildung. Und da hat man das sicher, wenn man alles fotografiert, kann man sicher schon ein, zwei Werke im Zug sogar erstellen. Und nachher eben mit dem Berufsbildner den Rest noch ausfüllen oder eben den Gärtner noch fragen oder einfach ja. Relativ schnell und gut gemacht, würde ich sagen. Merci. Oliver, du hast auch noch etwas wollen sagen. Geht nicht. Kehrt nichts. Ja, sie ist auch angeladen, aber wir hören dich nicht. Genau. Gut. Merci für die Rückmeldung. Sicher, was dazu zu sagen ist, dass jetzt das vielleicht nach relativ viel Aufwand getönt hat, was wir in der letzten Stunde miteinander besprochen haben, oder in den letzten zwei Stunden schon bald. Geht einfach wirklich davon aus, dass es eine organische Geschichte ist. Ihr müsst nicht drei Lehrjahre miteinander planen. Ihr werdet dann nach dem ersten, zweiten Baustein auch merken, okay, da gibt es Synergien, da tun wir es so machen. Und das kann durchaus sein, dass die nächsten fünf Jahre gewisse Ereignisse, gewisse Situationen auch einbinden in euren Ausbildungsplan rein. Und das soll auch so sein. Und ich bin auch überzeugt, dass ihr nach dem dritten, vierten Baustein das dann auch schneller habt. Oder? Genau. Das ist eine coole Sache. Und sicher ohne Erleichterung. Gerade was Praxisaufträge anbelangt, wenn ich denke, wie viel Aufwand ich betrieben habe, für einen Bildungsstand können sichtbar zu machen von meinen Lernenden, dann ist das wirklich mit einem entsprechenden Aufwand verbunden gewesen. Und heute habt ihr wie ein Tool, wo ihr das wie auch könnt abbilden könnt. Absolut eine coole Sache. Gut, ich teile noch mal. Wir gehen noch mal rückblickend noch mal auf Dashboard SFB Grundbildung und gehen auf die Organisationseinheit für den Berufsbildner. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich will niemandem zu nachtreten, das ist das Kacheli, das in der unmittelbar näheren Zukunft das Aktuellste ist. Also wenn ich das jetzt schon weiss,
dass ich dort verstärkt und vermehrt in diesem Kachel drin bin, kann ich jetzt dort ein Sticky setzen. Das habe ich vorhin noch versprochen, dass wir das noch schnell erwähnen. Das Sticky ist das Güffel hier oben. Und wenn ich das Sticky setze, dann habe ich das nachher auf meiner Dashboard-Seite in meinen Stickies drin. Also sprich, ich habe die Stickies auftun, habe hier die Organisationseinheit für den Berufsbildner und kann relativ zackig gerade in den Baustein oder in das Kachel hineinklicken. Das wäre eine Hilfestellung, eine weitere Hilfestellung auch für die Lernenden, wenn sie Navigationsprobleme haben oder plötzlich nicht mehr recht wissen, wo finden jetzt das genau. Das können sie machen, können aber auch dir machen. Ich mache es ja auch, ist absolut kein Problem. Und demzufolge haben wir ja zum Teil auch Themen, die sich beschäftigen in dieser Zeit, die sie den Baustein bearbeiten. Und dann können sie die Stickies dann auch wieder lösen und das Nächste anhängen. Und so sind sie eigentlich immer schnell auf ihren Inhalt drauf. Ja, hier haben wir alle möglichen Sachen drin. Dokumentenmanager, die die ganzen Bildungsverordnungen und Grundlagendokumente an einem Ort versammelt sind. Man hat eine Forumfunktion drin. Ich weiß nicht, habt ihr die auch? Ist die bei euch auch drin, in der Demo-Zugang? Nein. Ja, alles, was möglich ist, habt ihr dort drin. Bin ich gleich noch am Schauen, wo das ist. Da wäre das Tutorial 3, wo ihr euch vielleicht schnell aufschreiben könnt und das im Nachgang nachher auch schauen. Das wäre eben das sogenannte Ausbildungscockpit, wo ihr euch verlinkt mit eurem Lernenden, wo ihr eigentlich mit einem Blick von allen Lernenden, die ihr habt, das kann ja sein, dass ihr im Sommer noch einen zweiten habt und im Jahr noch einen dritten, dass ihr dort eigentlich der aktuellste Stand, wo steht ihr, wie manches Werk, wie manche Praxisauftrag und auch direkte Kommunikationsklicken, wo ihr dort dann hier einen viel, viel besseren Überblick habt, noch, als dass ihr dann bei jedem müsst die Kompetenzkompass hineingehen. Könnt ihr das Tutorial schauen, es geht 6 Minuten und dann seid ihr up to date, was das Ausbildungscockpit beinhaltet. Und somit habt ihr auch zu allen anderen Themen habt ihr noch Tutorials und eben auch weiterunter noch Videos, wie das man das macht. Ist sicher ein Kacheli, das euch nochmal so ein bisschen beschäftigt, weil ihr seid ja noch auch nicht permanent immer an den gleichen Geschichten dran. Und das tut wirklich auch helfen. Auch mir geht zwischen, oder ich gehe zumindest auch zwischen wieder mal so ein Video schauen, weil man sich manchmal auch ein bisschen im Wald verliert. Das ist das, was ich rückblickend noch schnell wollte sagen. Das nächste Thema wäre der sogenannte Kompetenzraster. Es geht heute stark immer um Kompetenzen, oder? Und das Kompetenzraster ist eigentlich wie ein Fragebogen, wo der Lehrling ausfüllt und euch zu einer Fremdeinschätzung einladen kann, dass ihr dort dann eine Einschätzung machen könnt, um zu schauen, wie ihr sich eure Einschätzungen teilen. Wenn ich den Raster auftue, habe ich auch hier wieder ein Anleitungsvideo, wie das funktioniert, ist sicher von Vorteil. Das ist sicher das Thema, das ich ja, im Prinzip nur zweimal im Jahr beschäftige, immer vor Ende des Semesters. Und wo ihr nachher hier den entsprechenden Fragebogen könnt aufrufen könnt. Das kann ich jetzt gerade schnell machen. Schwerpunkt Hausdienst, Einschätzung bearbeiten. Ich habe hier schon ein bisschen drin rumgeknebelt. Wir haben ja auch mal eine Fremdeinschätzung geteilt miteinander.
dass er etwas ausgefüllt hat und ich etwas ausgefüllt. Das passiert alles ab dieser Liste und das kann ich nachher A, laufend bearbeiten und B, kann ich auch dann irgendwann mal abschließen. Ich kann hier oben Farben verteilen, ob es vorgemerkt ist oder beantwortet oder in Bearbeitung. Und das sind dann alles so Fragen, die wieder eigentlich um eine Kompetenzbaustein herumgeht. Also der Lehrling würde ausfüllen, gelingt es mir im Ereignisfall, das Notfallkonzept des Betriebs professionell durchzuführen. Und er macht ein Thema und tut Sachen reinschreiben und dir tut reinschreiben. Und das ist dann eigentlich die Grundlage, wo nachher der auch im Bildungsbericht kann abgebildet werden kann. Eigentlich wirklich sehr eine detaillierte Geschichte. Einfach die fachlichen Sachen werden darüber, über die Bausteine abgewickelt. Was etwa noch ein Thema ist, was ist mit den persönlichen und den sozialen Geschichten? Da habe ich noch nicht die passende Antwort dazu. Aber das müsst ihr halt auch reden mit ihm. Man kann nicht immer alles nur schreiben. Das wäre im Prinzip einfach die Grundlage für einen Bildungsbericht, wo ihr auch verpflichtet seid, den zweimal im Jahr abzubilden. Dann habt ihr 5 Minuten der Zeit, jetzt heute schnell in dem Kompetenzraster mal einsteigen und mal schauen, wie das geht. Und Fragen nach wie vor willkommen und erwünscht, wenn es unklar ist.
Gut, der nächste Schritt wäre, jetzt sind wir in der Vorbereitung für einen Bildungsbericht. Jetzt ist vorhin schon im Chat die Frage, ja, ist der, kann man das näher oder drinnen lösen und so? Und jawohl, das ist die gute Botschaft, das könnt ihr oder drinnen lösen. Ich zeige euch schnell, wie wir auf den Bildungsbericht kommen. Und zwar wären wir wieder Portfolio im Kompetenzkompass. Und jetzt müssen wir auf einen Teil Kompetenzkompass. Also jetzt gehe ich nicht mehr über meine rein, sondern über den, wo ich geteilt habe. Oder über, auf den Lehrling, den er geteilt hat mit mir. Und jetzt habe ich hier den Bericht. Wenn ich den Bericht öffne, habe ich hier eine Welt auf. Geht wieder im gleichen System, wie schon die Werke erstellen, wo wir können, wo wir Sachen müssen ausfüllen, wo wir Beurteilungen können abgeben können. Und jetzt kommen euch gewisse Sachen kommen euch bekannt vor, oder? Das sind jetzt die Bausteine aus den Kompetenzfeldern, die ihr im Vorfeld mit dem Lehrling bearbeitet habt. Ihr könnt hier Sachen reinschreiben, ihr könnt Bemerkungen machen, ihr könnt beurteilen und so weiter und so fort. Und am Schluss gibt es nachher einen Ausdruck und unterschreiben. Und in der Regel wird das nachher als PDF wird das nachher abgelegt. Und das ist sicher eine weitere Hilfe. Mir hat das immer wahnsinnig viel Zeit gefressen, wenn ich die Bildungsberichte müssen schreiben von meinen Lernenden. Und vor allem immer zu studieren, was ist jetzt ein halbes Jahr gelaufen, was sage ich jetzt dem? Und ihr merkt jetzt selber, Beurteilung ist viel feiner, ist viel gewinnbringender. Aber, ja, ihr seid vielleicht auch mehr dran oder könnt partiell mehr dran sein. Es ist gerade noch eine Frage reingekommen, zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, die Initialzündung vom Ausbildungscockpit zu machen? Ich habe jetzt dort gesagt, irgendwann am Anfang von der Lehre, dass die Verknüpfung mit dem Cockpit bei euch auf dem Radar ist. Und nachher ist das ein organischer Prozess, was ihr dann dort daraus auch könnt lesen könnt. Mit Input, mit Sachen, wo ja, erledigte Praxisaufträge, erledigte Werke etc., die ihr dann dort über das Cockpit auch seht. Genau. Gut. Mir hat kürzlich bei einem Besuch von einem Lehrbetrieb, den ich besuchen durfte, wo einer der Ärmeren ist im Kanton, weil der hat die Situation, dass er Lehrlinge hat in der alten Bildungsverordnung und er hat Lernende in der neuen Bildungsverordnung. Also der muss wie komplett doppelspurig fahren. Und er hat mir gesagt, nie mehr etwas anderes als Convinc. Das ist so viel entspannter und die haben das zelebriert. Also ich habe dort Sachen gesehen, mein Herz hat, ich habe gesungen beim Heimfahren, ich habe richtig Freude gehabt, weil der Lehrling dort, der hat das zelebriert, der hat mit diesen Praxisaufträgen und diesen Werken und das ist auch für einen Berufsbildner ein riesen Gewinn gewesen. Weil, sind wir ganz ehrlich, der Altbildungsplan, das ist manchmal ein Mysterium gewesen. Was muss ich jetzt dort genau machen? Ist es jetzt erfüllt? Ist es nicht erfüllt? Und was jetzt ist viel transparenter und für euch jenste Vorarbeiten bereits erledigt, ist eine coole Sache. Ich habe mir noch aufgeschrieben, schlussendlich haben wir mit unseren Lernenden alle zusammen ein Ziel. Und zwar ist das ein positives QV-Ergebnis. Übrigens, sehr wahrscheinlich sind heute Morgen die ersten Verfügungen von den EBALer ins Haus geflattert, dass das Resultat jetzt am Rausgehen sind im Kanton.
Ich habe dort schnell, nur schnell zum Zeigen, auf der Homepage von Schweiz, muss ich das heute nicht, das heute schnell auf. Wenn ihr dort in den Downloads innen seid, also das wäre auf betriebsunterhalt.ch, habt ihr hier EFZ ab 1. Januar die sogenannten Ausführungsbestimmungen QV Fachmann Betriebsunterhalt. Ich denke, es ist etwas, wo man sicher schnell darf anschauen darf. Ich möchte noch mal heute schnell einen Hinweis geben, was dort drinnen ist. Dort ist eigentlich geklärt, was findet wo, wie, in welcher Form statt am QV von euren zukünftigen Lernenden. Und jetzt seht ihr hier Position 1, wird hier geprüft, reinigen, unterhalten und warten von Außenanlagen. Und hier ist dann eigentlich geklärt, aus welchen Kompetenzfeldern dass man Sachen nachher hier prüft. Also in dieser Position 1 ist der Vorbereitungs- und der Abschlussauftrag ist ein Teil, der 20% gilt. Und der Kompetenzbereich B ist 80%. Also sprich, wenn wir jetzt wieder auf meine Organisation gehen und in die Bibliothek, dann ist dann eigentlich klar, Kompetenzfeld A und F oder E. Und in dieser Position geht es eigentlich um Kompetenzfeld B. Und aus all diesen Positionen heraus wird dann eine Prüfung zusammengestellt. Also sprich, wenn alle Praxisaufträge erfüllt sind, alle durchgeschafft mit dem Lernenden, dann steht um einen erfolgreichen QV eigentlich auch nicht mehr im Weg. Und hier sieht ihr dann, was, wie, wenn passiert. Es wird neu auch so sein, dass wir mit ihnen Analysegespräche führen. Zu gewissen Positionen gibt es Analysegespräche. Das heisst, aufgrund von einer Bildsituation, aufgrund von einer materialisierten Situation, wird darüber diskutiert, was ist genau das Problem, was könntest du machen, dass es besser wird und was ist die Lösungsansatz etc. Also, wir reden viel mehr reden mit ihnen noch am QV und es wird auch ein Rollenspiel geben im Zusammenhang mit Instruktion und mit Führen von Kunden und Kundinnen. Das seht ihr hier in der Position 4. Und es gibt keine mündliche Prüfung mehr, sondern einfach nur ein Fachgespräch. Und die Themen von diesen Fachgesprächen, die sind bereits in den Ausführungsbestimmungen sind die definiert. Also es sieht nach kompliziertem Zeug aus. Ich habe es jetzt persönlich noch aufschlussreich gefunden, die Ausführungsbestimmung mal durchzulesen. Es hat mir so ein bisschen einen Überblick gegeben über das grosse Ganze. Und schlussendlich dürfen wir das Ziel nie aus den Augen verlieren. Und wir begleiten den Lernenden auf das Ziel her. Es gibt keine schriftliche Prüfung mehr am QV. Sprich, er nimmt einfach die Erfahrungsnote mit. Die ist nicht mehr 10% gewichtet, sondern neu 20% gewichtet. Aber wir tun eher am QV selber viel mehr mit ihnen, die noch reden. Voilà. Das wäre so ein bisschen das noch abschliessend für die Prüfung noch ein bisschen ins Boot zu holen. Man ist im Moment dran an einer Null-Serie. Es gibt eine Null-Serie zur Position 1, dass man ungefähr so ein bisschen sieht, wie sieht so eine Prüfungsposition oder wie sieht so eine Prüfungssituation auch aus. Was erwarten wir dort? Was wollen wir am Schluss prüfen? Und diese Grössenordnung ab September sind die nachher auch verfügbar. Laut meinem jetzigen Stand kann man die nachher beim SDBB, also sprich beim Schweizerischen Dienstleistungszentrum für Berufsbildung,
kann man die bestellen. Und das ist ja auch für die Prüfung, die jetzt läuft, ist auch schon eine Null-Serie vorhanden. Die hat es eigentlich immer gegeben. Und die, da habt ihr Zugriff nachher auf die. Das ist nicht eine komplette Prüfung, das ist einfach zum zeigen, wie könnte das stattfinden. Könntest du bitte nochmal zeigen, wo das Dokument ist aufgetan? Das hier? Ja. Die Ausführungsbestimmungen? Ja. Die habe ich aufgetan auf der Seite betriebsunterhalt.ch. Das ist die schweizerische SFB-Seite. Und dort sind wir unter Berufsbildung in den Downloads. Super, merci. Ich kann noch sonst den Link kurz schnell im Chat anhängen. Voilà. Dann könnt ihr nach den Link rauskopieren und vielleicht gerade die Favoriten gehen oder was auch immer, dann habt ihr immer und überall Zugriff auf die Seite. Es hat noch andere Sachen drin, die sehr wissenswert sind. Und das sind auch Seiten, die stark bearbeitet werden, immer wieder ergänzt. Und wir laden euch natürlich herzlich einladen, dass ihr dort auch mal etwas drüber surft. Zu diesem Thema hat der Pascal dann noch mehr Informationen. Wie sieht es aus mit eurer Erwartung? A, mit welcher Erwartung seid ihr heute Morgen eingestiegen? Und B, ist die Erwartung erfüllt? Kann ich 2-3 Stimmen haben? Ja, ich tue mich gerne äußern. Es sieht sehr gut aus. Jetzt für mich, der mit dem noch nicht geschafft hat, aber vielleicht 2-3 Mal ein bisschen reingeschaut hat, ist es ein bisschen. Habe ich noch nicht ganz ein Gesamtbild und Zusammenhänge aus, fehlt mir noch ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man fährt an zu arbeiten, kommt man rein. Es ist der Moment ein bisschen viel, gerade so auf den Anfang. Aber ja, es sieht eigentlich gut und übersichtlich aus. Und ich habe das Gefühl, man muss einfach sich mit dem auseinandersetzen. Und nachher ist das auch nicht so eine riesige Geschichte. Genau. Wir sagen an dieser Stelle auch, wenn wir es geschafft haben, dann schafft ihr das noch lange. Genau. Genau. Merci Fritz. Haben wir noch eine zweite Stimme? Ich sehe da noch Leute, die aus dem HR drin sind, die nicht direkt die Berufsbildner sind. Können wir vielleicht noch eine Stimme dort raus haben? Dann melde ich mich schon noch schnell. Ich habe eine super Schulung gefunden. Ich finde das System sehr gut, das schlau aufbauen. Ich habe auch das Gefühl, man muss einfach den Berufsbildner wie die Zeit geben, die nötig ist für die ganzen Vorbereitungen. Und ich glaube, das ist schon enorm wichtig, dass sie die Zeit bekommen. Also. Ich glaube, das ist sehr etwas Zentrales, was jetzt gerade ist gekommen. Dass man sich einfach die Zeit da schnell nimmt. Je besser, dass man sich dort darauf vorbereitet, je einfacher ist es für alle zusammen. Ist es so. Genau. Merci vielmals. Voilà, Pascal. Das ist es an dir jetzt. Ist es auch so. Nein, ich gebe auch noch schnell einfach ein paar Informationen über uns, so bisschen, was wir dran sind. Eben, ich glaube, Social Media und so habt ihr vielleicht auch ein bisschen mitbekommen. Wir sind da wirklich am Gas gelber. Das war dann so ein die Rückmeldung, wo wir die Berufsbildner-Tage hatten. Und wir haben extrem gestartet mit dem. Und sind wirklich überall dran und versuchen dort vorwärts zu machen in unserer
Werbung wie für euch natürlich. Es ist ja dann ein bisschen um das gegangen, dass man zum Teil nicht so viel Lernende hatte. Das probieren wir jetzt natürlich zu steuern. Wir sind auch sicher dankbar, wenn ihr dort irgendwie liken und was auch immer bei TikTok etc. Und dort probieren wir wirklich auch die Jungen abzuholen. He? Weil das ist schlussendlich auch die, die wir brauchen, unsere Zukunft, dass wir dort ja, vorwärts kommen, dass wir mehr den Beruf können bekannter machen und ja, dass man dann schlussendlich auch ein bisschen vielleicht rauslesen kann und nicht nur einen Bewerber hat. Von dem her sind wir dort dran. Wir sind wir gehen wieder ein paar Mal nach Jahren. He, dort sind wir jetzt so präsent und ja, geben wirklich überall Gas. He. Und ja, von meiner Seite her noch merci für eure Zeit und euer Engagement für unsere Zukunft, für unsere Lernenden. Ja, es ist eine coole Sache. Wir erleben es täglich. Wir haben jetzt auch wieder Diplom feiern. Und das ist für uns schlussendlich so das, wo die 3 Jahre, wo sie erwachsen werden, und, wo wir sie begleiten und ja, mit ihnen können, sozusagen den Tag feiern, ist für uns, ja, für das stehen wir sozusagen auf dem Morgen oder am Weg. Und ich auch. Und ja, und da braucht es euch. Und, ja, merci vielmals für das. Gut, Michael von meiner Seite. Können wir noch drinnen bleiben? Werden noch. Haben wir noch Jubifest? Ist noch Jubifest das Thema? Jubiläumsfest haben wir auch. Ich hoffe, ihr habt euch angemeldet, die können und wollen. Und sonst, ja, wir sind schon viel, aber es kommt auch schon nicht mehr drauf an, auf die Paar. Von dem her dürft ihr euch sicher noch anmelden. Und ja, wäre sicher cool. Und sonst, wenn noch etwas wäre, Fragen, Jukka, was auch immer, wir bleiben noch drinnen. Dann könnt ihr da noch fragen und sonst von meiner Seite her wünsche ich euch einen schönen Tag und merci vielmals für eure Bütz. Genau, auch von meiner Seite herzlichen Dank für euer Engagement, das ihr leistet, all Tag. Wir leisten es ein paar Tage in 3 Jahren mit euren Jungs, ihr seid all Tag dran. Und das ist viel die grössere Leistung und ohne euch ging es nicht. Das ist klar. Das ist nicht einmal geheuchelt. Das ist einfach eine Tatsache. Ja. Merci vielmals. Und wenn etwas ist, meldet ihr euch. Wenn wir können, dann tun wir sehr gerne helfen. Und schönen Sommer. Macht's gut. Danke. Merci vielmals. Michael, mein Problem hat sich dann gelöst. Ich bin nachher reingekommen. Weißt du, wo wir da noch haben? Das ist super. Das ist wie im normalen Leben. Manchmal das ist es einfach... Das ist auch nicht im System. Gut. Merci, Fritz. Tag, gell? Tschüss zusammen. Gleichfalls. Ciao. Salut zusammen, ich habe noch schnell eine Frage. Der Dave. Dave, salut. Salut zusammen. Ich checke irgendwie auch noch nicht so, ob ich wirklich im scharfen Convinc bin oder noch in dieser Demo-Version. Also ich sehe eigentlich praktisch alles, aber wenn ich darum jetzt drauf gehe, ins Ausbildungscockpit und dort, wir tun, jetzt muss ich schauen, bin ich im richtigen Ort, nein. Ins Kompetenzraster. Dort zeigt es mir zum Beispiel nur Sportanlagen und Werkdienst und nicht Hausdienst. Jetzt kann es das sein, dass das falsch bestellt ist worden, dass ich das nicht sehe. Oder ja, kann es einfach sein, dass ich wirklich noch nicht richtig scharf gestellt bin.
Ich tue es vielleicht schnell teilen, dass ihr es seht. Du holst die teilen, genau. Das ist ein guter Plan. Ich hoffe, ihr seht. Ja. Oder wenn ich da hier auf das Kompetenzraster gehe, habe ich das erste Lehrjahr Sportanlagen und dann kommt noch ein Werkdienst. Was ist, wenn du auf einen Kompetenzkompass drauf gehst? Da hier also, oder? Nein, links davon. Aha. Da habe ich ja auch nur den Werkdienst. Ja, das ist sicher. Das muss ich mir schnell aufschreiben. Warum? Ist dir aber richtig deponiert? Du hast einen Lehrling bereits. Du hast das Login schon bestellt. Ja, es ist eben ein bisschen so. Ich habe vor, wann ist das gewesen? Vor einem Jahr, zwei, habe ich so einen Demo-Login gehabt. Und dann haben wir dann mal ein Mail bekommen, ja, es wird, die werden dann gelöscht. Und für diejenigen, die eben den Lernenden haben im Convinc, wird es wie übernommen. Und ich weiß nicht, ja, ob das bei mir passiert ist oder nicht. Also, lass ich es aufgeschrieben, ich habe es schnell erklären. Und dann tun wir mich melden bei dir. Also, das ist doch super. Perfekt. Ja. Merci vielmal. Ist das gut? Sehr gut, ja. Super, Dave. Merci vielmal für den Einsatz. Merci, ja. Und ja, schönen Sommer. Hey, tschüss zusammen. Ja, ciao. Martin Rüfenacht, Pippo. Ich habe ja noch ganz schnell eine Frage gehabt. Ich habe es ja schon am Anfang der Sitzung gefragt gehabt, wegen der Zensierung, ob das noch machbar ist. Das habe ich mir aufgeschrieben, ja. Sehr gut. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage zum Prüfungsexperten. Ja. Ich habe sicher jetzt mal, muss ich mal in das Ganze reinkommen und so. Und ich denke, so in einem Jahr, zwei würde ich gerne noch Prüfungen abnehmen. Und habe mich nochmal informieren, wie ich da am besten vorgehe. Mhm. Wir tun das schnell direkt miteinander, kann ich dir das sagen? Ja, das ist gut. Kannst du mir schnell anrufen? Ja. Hast du mir gleich schnell das Nummer, oder? 034. Ja. 445. Ja. 89,90. 89,90, sehr gut. Merci. Sehr gut. Kannst du mir noch einmal schnell aufzeigen, wie man in den Bildungsplan reinkommt? Du zeigst ja auf der Homepage immer drin, aber man ist ja direkt in dem System drin, oder? Das ist nervig. Bildungsplan, hilf mir schnell. Das ist für, du hast ja ziemlich am Anfang aufgezeigt, wo man es reinschreibt, was man wann macht. Okay. Ja. Genau. Das kann ich nochmal schnell zeigen. Genau. Und zwar ist das meine Dashboard, meine Organisation. Nach SFB Grundbildung. Ja. Und er wäre dort ein Kacheli Organisationseinheit für den Berufsbildner. Und in diesem Kacheli hat es ein Hilfsmittel, Gare Arbeiten mit Convinc. Ja. Und wenn ich das auftue, dort hat es dann ganz viele Sachen drin. Und das ist das, was ich vorhin so runtergescrollt habe, bis Hilfsmittel. Und hier unten sind dann alle von diesen Ausbildungsplänen, die einfach die Lehre, die Excel, die die dann weiterverarbeiten können. Ja, okay. Also, das ist super. Merci vielmals. Genau. Sehr gerne. Also, tschüss zusammen. Super, alles Gute. Ciao.
Ist noch jemand da, der noch ja, uns braucht? Ja, ich hatte noch eine Frage, glaube ich. Philipp, ja, das ist jetzt schon möglich, ja? Ja. Nicht mehr da. Dann müssen wir es dann halt schnell schreiben. Schreiben Sie einfach schnell. Sind nur noch mehr drei drinnen? Nein. Ah, oh nein, es wird noch mehr. Du hast noch jemand eine Frage? Voilà. Gut. Wir tun, Pascal, ich tue die Dings mal lösen, die Aufzeichnung. Ja, und dann können wir das schnell anhalten und dann können wir das noch schnell mit Merlin schauen, wenn nur noch einer drin ist.